Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielleicht habt ihr ja letzte Woche mein Tauschpaket-Video gesehen, was ich so in Kollaboration mit der Claudia gemacht habe. Sie hatte mir unter anderem einen Daisho geschickt und der hat mir ja wirklich extrem gut geschmeckt. Und ja, leider kann ich mir das halt nicht leisten, mir jetzt ständig einen Daisho zu kaufen. Ist ja jetzt doch nicht so günstig. Obwohl ich auch sagen muss, natürlich, wenn ihr es euch leisten könnt, dann kauft euch unbedingt den Daisho. Ist ja eine gute Sache. Der Attila spendet ja auch einen guten Teil davon an ja, wohltätige Projekte für Tiere und so weiter. Deswegen ist das super. Ich kann es mir halt leider nicht so wirklich leisten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere einfach mal, mir den Daisho quasi selber zu machen. Die Zutatenliste ist ja nicht besonders lang und deswegen sollte das gar nicht so schwierig sein eigentlich. Natürlich stehen jetzt keine genauen Mengenangaben drauf, aber man kann es dann doch so ungefähr abschätzen, weil ja immer das, was halt am meisten drin ist, oben steht und das, wovon am wenigsten drin ist, steht halt unten. Ja, ich bin jetzt schon einkaufen gewesen und habe dann die entsprechenden Zutaten gekauft. Und ja, ich werde es halt ein bisschen abschmecken müssen, schätze ich mal. Aber ich dachte mir, das ist ein ganz spannendes Experiment, wo ich euch eigentlich mal mitnehmen kann. So, ich habe jetzt hier mal alle Zutaten aufgestellt. Also eigentlich ist es gar nicht so viel, finde ich. Ja, habe ich eben von dieser Zutatenliste hier. Da steht an erster Stelle mal Mineralwasser. Da habe ich das hier genommen, einfach vom Spar. Dann Traubensüße, die werde ich nicht verwenden, weil an dritter Stelle steht Litchi-Saft und ich habe nur diesen hier gefunden, der schon gesüßt ist und deswegen denke ich, dass das wahrscheinlich reichen dürfte. Dann steht Zitronenfruchtmark, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Dann habe ich Limettensaft, den habe ich hier vom Rauch. Dann Grünteepulver, da habe ich hier diesen von Kissa. Das ist ein ganz, 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 ganz guter. Der schmeckt wirklich wunderbar. Das ist der Supermodel Secret. Also der ist nicht so intensiv, was mir ganz gut gefällt. Also der schmeckt eben nicht so grasig. Und ja, wie gesagt, der hat halt wirklich eine gute Qualität, was auch sehr wichtig ist, dass man wirklich einen hochwertigen Matcha-Tee nimmt. Wir werden den nämlich kalt anrühren. Und das ist ganz wichtig, dass der hochwertig ist einfach, weil er dann sonst, wenn man ihn kalt anrührt, relativ bitter schmecken kann. So viel dazu. Dann als nächstes haben wir Zitronensaftkonzentrat. Also da habe ich jetzt hier so einen Zitronensaft genommen und eben, weil halt auch oben dann nochmal Zitronenfruchtmark steht. Der hat hier eh immer so ein bisschen so ein krümeliges Zeug unten drin. Da werde ich einfach schauen, dass ich von diesem, ja, von diesem Mark ein bisschen was mit reinkriege. Ja, und als letztes haben wir Guarana-Pulver und natürlich ist Koffein. Das war halt nicht ganz so einfach zu finden. Ich habe jetzt hier so ein Lebe Pur Energy Pulver. Und da ist eben Guarana-Pulver drin und grünes Kaffeepulver, also es enthält logischerweise auch Koffein. Und es ist halt auch noch Maca-Pulver drinnen, was mich persönlich jetzt nicht so stört. Ich hoffe, dass es den Geschmack nicht zu sehr beeinflusst. Ihr könnt natürlich die Komponenten auch einzeln kaufen, sodass ihr euch das Maca-Pulver dann sozusagen spart, wenn ihr wisst, ihr mögt das nicht oder so. Da kommt aber auch nicht so viel von rein. Das heißt, man sollte das jetzt nicht so krass rausschmecken oder so. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Und zwar mische ich das hier in dieser super geilen Schüssel an. Meine Matcha-Schüssel. Und ich packe zuerst mal die Pulverkomponenten rein. Was die Mengen angeht, habe ich es mir jetzt ungefähr ausgerechnet. Bei dem Daisho stehen halt so prozentuale Mengenangaben teilweise drauf. Und ansonsten habe ich es mir halt einfach von der Reihenfolge, wie gesagt, erschlossen so ungefähr. Genau, und zwar fangen wir mal an mit einem Bambuslöffel Matcha-Pulver. Ihr könnt das natürlich anpassen, je nachdem, ja, wie stark ihr den jetzt haben wollt. Und von diesem Lebe-Pur-Energy-Pulver mit dem Koffein und dem Guarana drinnen werde ich jetzt mal einen Teelöffel verwenden. Upsi. Ja, das war es soweit mit den pulverigen Komponenten. Jetzt kommen die flüssigen Komponenten. Das Mineralwasser werde ich aber nicht so mitmischen, weil ich denke, dass sonst einiges von der Kohlensäure rausgehen würde. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit dem Litchi-Saft an. Bisschen schütteln vorher.
da werde ich jetzt 100 Milliliter reinschütten. So. Sieht jetzt noch nicht so appetitlich aus. Das ist halt, das muss man halt wissen, wegen dem Maca-Pulver wird es halt dann ein bisschen bräunlich. Wie gesagt, wenn euch das jetzt stört, dann könnt ihr natürlich ja, einfach das Guarana-Pulver pur nehmen. So, und dann kommen noch Zitronen- und Limettensaft dazu. Und zwar nehme ich 30 ml Zitronensaft und 20 ml Limettensaft. So, das auch noch dazu. Und dann werde ich es einfach mit diesem wunderschönen Besen durchmischen. Und wie beim Matcha gilt natürlich auch hier, dass ihr nicht so im Kreis mischt, sondern halt eher so hin und her sozusagen. So, ich habe es jetzt schon gut durchgerührt und auch schon probiert und ich finde, dass das ein bisschen zu schwach ist, der Matcha-Geschmack. Das heißt, ich werde jetzt nochmal einen Bambuslöffel dazu tun. Ist ja auch ein bisschen stärker und man wird ein bisschen wacher davon. Erst jetzt, wenn ihr das wirklich schön durchgerührt habt, kommt eben euer Mineralwasser dazu. Da habe ich mir jetzt 350 ml aufgeschrieben. Auch da gilt halt wieder, je nach Geschmack, je nachdem wie intensiv ihr das haben wollt, könnt ihr mehr oder weniger nehmen. Und dann noch einmal vorsichtig durchrühren, aber jetzt nicht so mega aufschlagen oder so, weil wie gesagt, sonst verliert ihr die gute Kohlensäure. Und fertig ist der Daisho. Also ich werde den jetzt voll geil hier so in diese Flasche reinfüllen. Muss man natürlich nicht, aber ich mach's halt. Tada! Ja, so sieht das fertige Ergebnis jetzt aus. Also ich bin wirklich super zufrieden damit. Ich finde, es schmeckt extrem gut. Ich finde, es schmeckt halt auch wirklich fast gleich wie das Original. Man schmeckt das Maca-Pulver ein bisschen raus, was mich aber nicht stört. Wie gesagt, also wenn euch das stören würde, könntet ihr einfach Guarana-Pulver und Kaffeepulver einzeln nehmen. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer sehr darüber, wenn ihr mir ein Däumchen gebt. Und wenn ihr dieses Rezept auch ausprobiert, würde ich mich super freuen, wenn ihr mich auf Instagram taggt oder mir einen Kommentar schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!